Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem es zum ersten Mal um das schöne Thema Simracing geht. Und zwar habe ich mich seit einem knappen halben Jahr mit dem Thema Simracing auseinandergesetzt, weil es eben auch immer wichtiger und immer dominanter im Rennsport wird und dem wollte auch ich mich nicht verschließen. Kurze Ausgangslage des Rennens, was du gleich sehen wirst. Die Simulation, die ich genutzt habe, war iRacing. Gefahren wurde in Interlagos mit einem BMW M8 GTE und zwar über 9 Runden. Das Fahrerfeld bestand aus 16 Fahrern mit einer durchschnittlichen Stärke von 3346. Also das iRating gibt immer die Stärke des Fahrers, aber auch die des Fahrerfeldes an. Ich hatte Startnummer 15, war also nominell der zweitschlechteste Fahrer in diesem Feld, habe es aber irgendwie geschafft, auf Startposition 5 zu fahren und dort startet das Rennen jetzt. Viel Spaß! Auf geht's ins Rennen. Wie gesagt, von Startplatz 5. Wir starten in 2 Reihen. Und in dem Szenario jetzt hier, insbesondere bei iRacing, ist natürlich wichtig, dass man zum einen die Ampel, aber insbesondere jetzt hier auch den Führenden im Blick behält, der jetzt das Tempo anzieht. Mein Vordermann verpennt den Start ein bisschen. Die rechte Reihe ist da ein bisschen fixer unterwegs. Ich versuche noch außen an meinem Gegner vorbeizugehen. Das klappt aber nicht. Ich muss mich hier hinten anstellen. Und hab mal kurz am Start 2 Positionen verloren. Nicht optimal, aber natürlich bei der Ausgangslage auch kein schlechtes Ergebnis. Es ist vor allen Dingen noch alles drin. So, vor mir fächern die Autos raus, kollidieren miteinander und ich kann zumindest eine Position wieder gewinnen. Lass mal ein bisschen langsam laufen. Also, indem ich hier sehe, dass die Autos nebeneinander herfahren, bremse ich ein bisschen früher. Normalerweise würde man jetzt ungefähr hier anfangen zu bremsen. Ich bremse aber bewusst ein bisschen früher, weil ich weiß, dass viele Autos auf engem Raum unterwegs sind, nebeneinander unterwegs sind und es möglicherweise zu einer Kollision kommen kann. Das bereite ich eben entsprechend vor. Kann dann hier, als ich jetzt sehe, dass die Autos dort kollidieren, links bleiben, werde nicht nach rechts rausgetragen, wie das sonst der Fall gewesen wäre, wenn ich jetzt letzte Rille reingefahren wäre und kann eben dann jetzt hier in dem Fall von der Kollision profitieren. Weiter geht's. Ich lenke jetzt hier früh ein. Hinter mir ist aber der Zweikampf. Ich muss ein bisschen ausweichen und kann aber die Kollision verhindern. Auch das lasse ich noch mal langsam laufen. Seht jetzt hier, ich bin schon dabei einzulenken, sehe im Rückspiegel den Zweikampf hinter mir, mache die Lenkung noch mal ein bisschen auf, um dem Gegner ein bisschen mehr Platz zu geben, der da sehr ambitioniert eben in die Lücke reingestochen ist und kann so eben dann auch die Kollision noch verhindern. Gerade in diesen Sprintrennen geht es natürlich darum, in kurzer Zeit möglichst viele Positionen zu gewinnen und der ein oder andere geht da schon mal ein bisschen übermotiviert zu Werke. Und da ist eben wichtig, dann die richtige Balance zu finden zwischen jetzt Drille fahren und umsichtig fahren, um eben Kollisionen zu vermeiden, beziehungsweise sogar von ihnen profitieren zu können. Verbremse ich mich leicht. Komme den Ausgang der Kurve aber noch ganz gut hin. Vorne die ersten beiden sind weg. Aber dahinter geht es noch sehr eng zur Sache, wie ihr seht. Vorne passiert der Verbremser, die beiden gehen nach außen. Ich denke, ich kann innen reingehen. Beide machen aber die Tür zu. Dadurch muss ich nach außen und der Gegner hinter mir sagt: Schönen Dank und geht wieder innen durch. Auch das lasse ich nochmal in der Zeitlupe laufen. Vor mir sieht man jetzt, wie der blaue BMW nach außen getrieben wird, der rote ebenfalls nach außen geht. Und in dem Moment habe ich mir halt gedacht: Okay, vielleicht hast du eine Möglichkeit, hier innen durchzugehen. Gehe also auf die Innenbahn. Und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus, aber jetzt kommt der ja, blau-gelbe BMW wieder rüber.
schiebe dadurch auch den rot-blauen BMW nach rechts und beide machen mir dadurch die Tür zu. Ich muss ausweichen, um die Kollision zu verhindern, komme trotzdem leicht auf den Curb, werde hier dadurch nach außen getragen und der Gegner hinter mir hat natürlich leichtes Spiel, geht innen rein und hat die Position wieder gewonnen, die er am Start durch die Karambolage verloren hatte. Natürlich für mich alles andere als schön, aber wie gesagt, in diesem stark besetzten Feld ist Platz 7 immer noch ein gutes Ergebnis und es kann ja noch eine ganze Menge passieren. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ihr seht es, die beiden Gegner hinter mir sind auch noch sehr nah dran. Vorne deutet sich wieder ein Überholmanöver an. Fahren nebeneinander durch die letzte Kurve den Berg rauf auf Startziel. Und der rot-blaue BMW möchte sich auch noch einmischen. Und jetzt fahren sie zu dritt nebeneinander her und damit wusste ich, okay, das geht wahrscheinlich nicht gut. Und habe jetzt wieder bewusst wesentlich früher gebremst als normal, also weit vor dem 50-Meter-Schild, um auch hier jetzt möglichst weit innen sein zu können. Und hier passiert genau das, was ich vermutet habe, die Kollision. Ich kann nach rechts ausweichen, Gegner hinter mir nicht mehr und sie werden abgeräumt. Auch das lasse ich nochmal langsam laufen. So, fahren also zu dritt auf die Kurve zu. Ich bremse sehr, sehr früh. Hab nach hinten noch genug Luft, als dass ich das auch machen konnte. Vorne gibt es schon die leichte Berührung. Ich bleibe hier ganz innen, tatsächlich auch zu weit innen, deswegen verspringt das Auto hier ein bisschen. Und jetzt passiert da vorne die Kollision. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt nach rechts auszuweichen. Und der Gegner hinter mir nicht mehr, wie man sieht. Also auch da kann man sehen, wie wichtig es ist, da zumindest so einen kleinen Puffer einzuplanen und sich ein bisschen Reaktionszeit zu erkaufen. Man sieht nämlich hier, er fährt eine halbe Wagenbreite weiter links als ich und kann so eben die Kollision nicht verhindern, während ich in der Lage bin, an dem verunfallten Fahrzeug vorbeizufahren. Er wird unsanft abgeräumt. Auch der Gegner dahinter fährt in das Wrack des blau-roten BMW. Und das bedeutet jetzt Platz 6 und nach hinten eine ganze Menge Luft. Der Gegner vor mir im grünen BMW scheint aber auch ein bisschen schneller zu sein als der davor in dem weißen. Und dass die beiden miteinander kämpfen, kann mir nur recht sein. Denn ich glaube, unter normalen Umständen, wenn die beiden alleine fahren würden und die ganze Zeit Ideallinie fahren könnten, dann würden sie beide wegfahren. Dadurch, dass der weiße BMW hier unter Kampflinie fährt, der grüne BMW hier unter versucht, Manöver zu setzen, habe ich aber die Chance dran zu bleiben. Speziell jetzt hier die Gerade runter im Windschatten. Den merkt man hier ganz gut. Verbremst mich hier, muss hier ein bisschen weitergehen. Und schon geht die Lücke nach vorne auf. Natürlich nicht optimal. Aber noch ist alles drin.
Gegner vor mir deutet wieder ein Manöver an, aber das wohl nur, um die Gegner vor sich ein bisschen einzuschüchtern. Da war er eigentlich noch zu weit weg. Ich erwische das Sender jetzt endlich mal vernünftig. Vorne über der Kampflinie gefahren, das kann mir nur recht sein. Dadurch komme ich wieder näher ran. Hier bin ich jetzt zu weit weg, als dass ich jetzt hier links hätte reingehen können. Sonst wäre das eine Option gewesen. Der grüne BMW ist jetzt wesentlich näher dran als vorhin in der Runde. Und er setzt auch zum Überholen an, wie man jetzt sieht. Geht innen rein. Ich bremse wieder ein bisschen früher, um auch hier wieder schön innen sein zu können. Und es passiert auch hier wieder das, was ich mir fast gedacht habe. Die beiden kollidieren miteinander und ich kann davon profitieren. Auch das lasse ich nochmal langsam laufen. Der grüne BMW attackiert den weißen BMW. Und ist jetzt eigentlich schon vorbei. Und der weiße BMW müsste eigentlich an der Stelle nachgeben, tut es aber nicht, sondern fährt dem grünen BMW hier schön hinten links auf die Ecke. Beide kollidieren miteinander. Ich kann glücklicherweise rechts ausweichen. Und so zwei Positionen auf einmal gewinnen. Somit liege ich nun auf Platz 4. Nach vorne eine ganze Menge Luft, nach hinten auch eine ganze Menge Luft. Und so viel sei verraten, da hat sich jetzt die letzten drei Runden nichts mehr dran geändert. Und ich konnte den vierten Platz einfahren. Soweit die Rennanalyse. Nochmal kurz die Erkenntnisse zusammengefasst. Zum einen, wenn man fliegend in zwei Reihen startet, dass man immer auch den Führenden im Blick behält, um eben einen guten Start zu erwischen. Dass man die Balance hält zwischen aggressivem und umsichtigem Fahren. Das bedeutet insbesondere, sich in speziellen Situationen dann auch ein bisschen Reaktionszeit zu erkaufen, indem man einfach ein bisschen früher bremst. Da, wo es möglich ist, wenn ihr nach hinten natürlich keine Luft habt, wird es da schwierig. Aber ihr habt es gesehen, wenn man wirklich letzte Rille irgendwo reinfährt, dann ist es schwierig, da noch irgendwo auszuweichen. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr sagt, Simracing, super, macht gern mehr davon, oder ob ihr sagt, komm Dominik, geh lieber wieder Kart fahren. Schreibt gern unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne und lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ich freue mich dann, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!